Ich heiße euch herzlich willkommen zur allerersten Episode von Let's Destroy. Wir beginnen mit dem RPG-Maker-Game Dawn of Heroes. Es sei gesagt, wer diese Episode schaut und davor nicht Episode 0, das Vorwort und die Erklärung geschaut hat, möge dies bitte nachholen, um zu verstehen, worum sich dieses Format dreht. Ich werde das Vorwortvideo sowohl in die Videobeschreibung als hier auch als Infotext, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt oben in der rechten Ecke aufploppen sehen, einfügen. Eventuell auch noch als Annotation. Und erst wenn ihr das angeschaut habt, solltet ihr mit Episode 1 beginnen. Denn jetzt wird eliminiert sozusagen. Dawn of Heroes. Das ist das erste Game, das ich mir rausgesucht habe. Ich habe gerade auch Fun Fact technisch bemerkt, es hat die gleiche Titelmelodie wie Darken Heroes, ein Game, das auch von mir erstellt wurde und sogar von mir LP'd wurde. Das werde ich euch auch in die Videobeschreibung oder sonst wo packen. Und es wurde von mir zuletzt am 16. März 2013 angefasst. Dort habe ich zum letzten Mal den Entwicklermodus geöffnet. Fun Fact, ein Monat später habe ich begonnen, Darken Heroes zu entwickeln, das dann exakt ein Jahr gedauert hat. April 2013 bis April 2014. So, beginnen wir erstmal zu zerstören. Was gleich auffällt, oder was mir gleich auffällt, besser gesagt, das Titelbild ist so vielsagend wie ein schwarzes Kästchen mit einem weißen Fragezeichen drin. Es hat absolut keinen Bezug zu irgendwas. Dieses Sonnenbild, okay, ich finde es gar nicht mal so scheiße. Aber diese Textart passt erstens mal überhaupt nicht von der Farbe. Und es ist einfach nur... Man könnte das als Pre-Alpha-Titelbild benutzen. Aber ich hatte damals wirklich die Idee, es so zu lassen. Kein Scherz, ich wollte, dass das Titelbild ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet dieses Game öffnen, euch würde das Titelbild in die Fresse springen. Ich glaube, ihr würdet euren Laptop oder PC neben aus dem Fenster schmeißen und euer Leben hinterfragen. Gut, das war's dann aber auch schon zum Titelbild. Und jetzt kommen wir zum wirklich Interessanten. Beginnen wir. Kleiner Funfact nochmal, ich kenne meine Games natürlich jetzt nicht mehr. Ich habe sie auch, seit ich das letzte Mal entwickelt habe, nicht mehr angefasst. Also ich zocke es quasi half-blind. Aber jetzt lang genug geredet, lasst uns loslegen. Okay, es hat lang genug gedauert, aber okay. Ein Intro, so wie es aussieht. Wir schreiben das Jahr 3142 des dritten Zeitalters. Okay. Die Lebensverhältnisse seit dem zweiten Zeitalter haben sich drastisch geändert. Es herrscht Krieg zwischen den Völkern Tirun und Granzio. Krieg um Wasser, Land und Lebensmittel. Unsere Geschichte führt uns mitten rein in den Krieg. Als Tirun gerade einen speziellen Angriff gegen einen Vorposten Granzios ausübte... ich sollte es nicht weitererzählen, sondern da beginnt es quasi, als sie diesen Angriff ausübten. Okay, ist jetzt nicht viel passiert, ich kann nicht viel haten. So, hier kann man allerdings schon haten. Und zwar, dieser gewisse Natiole, der hier gerade spricht, das ist, wie man am Face, das immerhin zum Charakter passt, gut erkennen kann, der gegen die Wand starrt. Und hier ist auch mein Kritikpunkt. Er starrt gegen die Wand. Macht Sinn. Natiole heißt der gute Herr. Und er spricht. Psst, komm her, Darion. Von hier aus kann man denen perfekt zuhören, aber sei leise. Darion spricht nun, das ist wohl der Typ da oben, dessen Faces immerhin auch zum Charakter passen. Ein kleiner Pluspunkt muss man sagen, man wird immerhin sofort in die Story reingeschmissen und bekommt jetzt keine langen Tutorial-Scheiße hinterhergeschmissen, sondern man ist gleich hier im Action-Gebiet. Okay, mal schauen. Ja, ja, keine Angst. Und ich bewege mich ganz langsam auf Natiole zu und starre neben ihm die Wand an. Hey, das Poster da, das da hängt, sieht echt gut aus. Die Risse in der Wand, ja, könnte man mit einer Spitzhacke bearbeiten und... Aber okay, genug vom Thema. Du hast recht, von hier aus kann man echt alles hören und sehen. Vor allem sehen. Hören ja vielleicht, wenn man diese Wand als eine Art Plastikwand sieht, aber sehen... Vor allem die Wand ist drei Blöcke breit, also... Nein.
wenn, dann hätte ich da irgendwie so eine Andeutung von Fenster hin editieren müssen. Oder halt so eine Glaswand oder halt so ein Guckloch auf jeden Fall, das Licht durchscheint oder sonstiges, aber nein, da ist nichts. Also absoluter Fail. Was mir auch auffällt, schaut mal auf die Textbox ganz unten, da wo das Schwert hin und her flackert. Dieses flackernde Schwert hat wohl noch einen schwarzen Rand, der nicht weggemacht wurde und somit überdeckt er quasi den unteren Rand ein Teil. Yeah. Und übrigens sind die Faces abgekattet, so wie es aussieht. Ha! Geil. Gut. Ich weiß, was ich damals gemacht habe und warum jetzt nichts passiert. Wenn ihr jetzt nach unten schauen könntet, da wo der Typ gerade herkommt, dann hättet ihr gesehen, also da wo auch die Schwerter hängen, das wird jetzt von der Textbox verdeckt, aber da wo die Schwerter hängen, da ist er entlang gelaufen, da geht so ein Gang nach links, das weiß ich noch. Aber ich war nicht schlau genug zu kapieren, dass die Kameraperspektive nur so weit hält und da war auch irgendwie zu faul, die Kamera halt kurz ein bisschen nach unten wandern zu lassen, damit man das sieht. Ja. Yeah. Okay, der General spricht. Und das ist sehr gut, dass er kein Face hat, denn jetzt weiß niemand, wer der General eigentlich ist. Man könnte natürlich nach dem Ausschlussverfahren gehen und denken, es ist jetzt der Obere mit der Brille oder der gerade hergelaufen ist. Aber man weiß es nicht. Gut, Marco, gut. Sir, die Verteidigung läuft gut. Unsere Männer treiben die Soldaten Tiruns immer mehr zurück. Also sprich, Natiolio und Darion sind in Grancios. Nee, in Tiruns Armee und Grancio ist quasi der Gegner. Okay. Hm, das läuft ja alles wie geplant. Mann mit Brille. Ja, okay, jetzt kann man checken, wer ist. Haha, gut. Wie können sie es auch wagen, uns einfach so angreifen zu wollen? Sie wissen doch, dass sie keine Chance haben. Solange unsere Todeskugel sicher in unserer Burg versteckt ist, kann uns niemand was anhaben. Was sagt er da? Todeskugel? Ich weiß auch nicht, was er meint. Lass uns weiterlauschen. Sir, ich habe noch eine wichtige Meldung zu machen. Schießen Sie los. Zwei Männer befinden sich in unserem Schloss auf Etage 2. Sie müssen sich irgendwo eingeschlichen haben. Mhm. Also das heißt, entweder sind wir beide auf Etage 2 oder wir sind indirekt eine Etage höher, das allerdings RPG Maker technisch nicht dargestellt wurde. Top, Marco. Wir sollten schleunigst hier weg. Ja, denn durch die Wand kann man euch auch so gut erkennen und wissen, wo ihr seid. Und jetzt passt auf. Wow, Funkdurchsage. Aber die Musik läuft im Hintergrund weiter, hört zu. Anstatt dass man die Musik auch in etwas Dramatisches ändert, nein. Es ist im Prinzip keine Art, auch nicht einen einzigen Prozentsatz Dramaturgie wird jetzt hier künstlich erstellt. Es ist eigentlich lappenhaft. Warnung, Warnung! Zwei tyrannische Soldaten sind auf Etage 2, Ebene 4. Sofort ausschalten, ich wiederhole, sofort ausschalten! Nichts wie weg hier! Ah, okay, es wird doch geändert. Okay, muss ich diesen Hate zurücknehmen? Aber jetzt wieder etwas. Sie laufen, als würden sie zum Picknick gehen. Also nichts von Schrecken und schnell fliehen. Sie laufen, als würden sie zum Picknick gehen. Und diese Stacheln aus dem Boden. Ja. Boah, da komme ich nicht drüber. Verdammt, versuch es, wir haben keine Zeit. Nein, ich suche einen anderen Weg. Verschwinde von hier, überbring die Neuigkeiten. Niemals, ich lasse dich nicht allein zurück. Geh, ich komme hier schon irgendwie raus. Na gut, wir treffen uns im Wald südlich der Burg. Und wieder im Schneckentempo unterwegs hier. Da hinten ist einer. Na dann, auf geht's. Mal sehen, wie der Kampf enden wird. Kommt her! So viel dann also zum Intro. 10 Tage zuvor. Kapitel 1. Ein neuer Auftrag. Mit geklauter Melodie aus Unterwegs in Düsterburg. Immerhin, die Kapitelschilder sind zwar jetzt nicht effektreich oder special, aber sie sind solide. Wo habe ich denn diese Musik her? Die habe ich aus Velsalbor. Also auch geklaut, ja. Alter Mann. Das ist einer der typischsten Neulingstechniken, die man macht. Man macht einen Weg, der ein Block weit ist und lässt ihn von einer random Person versperren. Ja. Vielen Dank nochmal, dass ihr unser Dorf so lange vor Dieben beschützt habt. Keine Ursache, wir sind gerne in Sinkflaum. Da macht es uns nichts aus, wenn wir euer Dorf vor Dieben schützen sollen. Nun ja, aber ganz eure Belohnung lasse ich euch nicht gehen. Hier, nehmt dies. Entschuldigung. 500 Dreeks erhalten. Das ist die Währung in diesem Game. Und jetzt sieht man perfekt dieses Schwert, wo nicht die schwarze Umrandung entfernt wurde. Es sieht abgrundtief scheiße aus. Habt Dank. Wenn ihr uns wieder benötigt, wisst ihr ja, wo ihr uns finden könnt.
Ja, das weiß ich natürlich. Gute Reise wünsche ich euch. So, und jetzt ist das erste Mal, dass wir uns selber steuern dürfen. Sinkflow. Was sagt der gute Kollege? Gute Reise. Ja, das ist halt so der typische Random-Character. Er redet kurz, bewegt sich kein Millimeter und sagt seinen Standardtext. Also kein Herz und keine Seele, kein Nichts, kein gar nichts. Kein... Ach, egal. Gut, dann wollen wir uns mal das Menü anschauen. Das Standardmenü. Darion ein Krieger, Natiole ein Krieger. 150, 130 HP, 0 Mana-Punkte. Da habe ich mich auch unterwegs in Düsterburg orientiert, wo Grandy keine Mana-Punkte brauchte, weil sie logischerweise Krieger sind. Was können wir denn? Platzierter Angriff. Ein Technik aus unterwegs in Düsterburg. Schlag gegen den vermeintlich empfindlichste Stelle. Was? Schlag gegen vermeintlich empfindliche Stelle. Deutschkenntnis mal wieder sehr gut und empfindlich schreibt man klein, Marco. Finte, ebenfalls eine Technik aus unterwegs in Düsterburg. Kann einen Gegner verwirren. Solarplexus, ein Schlag gegen den Solarplexus. Ich glaube ebenfalls, der Rundumschlag ist ein Klassiker, trifft alle Gegner und Schwerttanz, eine Pokémon-Attacke. Bei Glück steigt der Angriff. Und ich glaube, dass der Angriff um 100% steigt und ich niemals den Glücksfaktor eingesetzt habe. Aber ich werde das im Kampf mal austesten. So, was kann Natiole? Ich wette zu 300% dasselbe. Yeah. Charakter, Individualität auf allerhöchstem Niveau. Ausrüstung, was haben wir? Waffe 1, Waffe 2. Helm, Rüstung, anderes. Ein Kurzschwert, ein simples Kurzschwert. Okay, das ist die Angriffskraft um 3 verstärkt. Er ist ebenso ein 2. Weißt du, wenigstens ihm hätte ich doch Schwert und Schild geben können. Aber wie immer, Charakter, Individualität auf allerhöchstem Niveau. Wo haben wir Items? Nein, wir haben nichts. So, ansonsten kann man hier jetzt noch nicht viel dazu sagen. Passt. Quatsch. So. Wir können laufen, wir können sprinten. Okay. Dann schauen wir uns doch mal an. Ich muss was testen. Okay, auf das habe ich wenigstens nicht geachtet. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück nach Transsilva laufen. Ja, das wird ein ganzes Stück Laufarbeit für uns. Nicht nur das, was man mit einem schreibt. Hier laufen auch allerlei dämliche Viecher rum. Naja, dann wird uns immerhin nicht langweilig. So. Man kann hier zurück. Hier kann ich nichts tun. Und guck mal. 1, 2, 3, 4 Felder Gras. Und ich wette, er teleportiert sich auch, wenn ich jetzt nach unten laufe. Yeah. Wieder typischer RPG-Maker-Fehler. Man sollte sich eigentlich nur teleportieren, wenn man in Blickrichtung schaut. Aber komischerweise, in der letzten Map gab es 4 Felder Gras nach oben. Hier gibt es eine. Das heißt, diese Steinwand endet ohne Sinn und Verstand ganz abrupt, während man einen Meter läuft. That's fucking logic. Ja. Allerdings, ich glaube, das Map, beim Mapping habe ich mir immerhin etwas Mühe gegeben, das weiß ich noch. Sagte er und vergisst hier ein Wandstück. Ich bin ein Volltrottel. Das sieht so scheiße aus. Da hätte ich jetzt hier, also über diesem Wandstück noch ein Wandstück hinsetzen müssen, damit es synchron aussieht, aber okay. Secrets gibt's, glaube ich, hier jetzt noch keine, aber es wird später welche geben. So, jetzt lass uns mal schauen, wie der Kampf aussieht gegen eine Random-Spinne. Standard-Kampf-Battle, Anfang, Side-View-Battle-System eingebunden. Aber das ist ein Standard, den die Trifos Group, also Flo, Joe und ich, immer machen. Weil es einfach besser ausfühlt, finde ich. Ich finde das Draufgekloppe von der Frontsicht einfach scheiße. Waldspinne erschien. Auch eine Kampfmelodie aus unterwegs in aus Velsabor. So, probieren wir das doch mal, ob es wirklich vom Glück abhängt. Mhm. Also entweder hatte ich jetzt zweimal Glück oder... Wow, die hat sogar... Eine Animation. Aber es hat gerade ein bisschen lang gedauert. Okay, jetzt kann ich es ja schlecht testen, deswegen greif einfach mal an und du machst den Rundumschlag. Ach so, ja, ja, okay. Okay, sie hat als erster Gegner schon eine Technik, das ist okay. Und da wir ja quasi zwei Schwerter haben, greifen wir auch zweimal an. Das heißt, ich wette, dass ein normaler Angriff stärker ist als die Techniken. Testen wir es doch mal aus. Ah, ist taub und 139 Schaden. Ja, okay, er ist down. Aber trotzdem, ich glaube, normaler Angriff wäre stärker. Darions Party war siegreich, das könnte man auch abändern, diesen Text. Und etwas, das sehr unlogisch ist, aber in eigentlich der meisten RPG-Maker-Games verwendet wird, dass quasi auch Tiere
Geld dabei haben. Die hatte aus irgendeinem Sinn und Verstand 3 Dreeks dabei gehabt. Fragt mich bitte nicht, wie ich auf die Namen komme. Und dass der Gegner einfach so verschwindet, ist auch im... Scheiße. Hier wird es genau dasselbe Spiel passieren. Es wird mal wieder ein... Ja, Wechsel geben, der nicht sehr sinnhaftig ist wahrscheinlich. Richtig, dass hier plötzlich eine Wand steht, aber das... Habe ich jetzt schon gehatet, das brauche ich jetzt nicht nochmal haten. So, lasst uns das doch gleich nochmal austesten. Zwei Waldspinnen. So, hängt's wirklich vom Glück ab? Es hängt tatsächlich vom Glück ab! Wow! Okay, dann habe ich daran gedacht. Aber jetzt werde ich das testen, was ich testen wollte. Angriff. Platzierter Angriff. 96. Okay, ist doch stärker. Vielleicht ist aber auch Naziolis Angriff stärker. Zwei Schaden ohne Effekt. Okay, sehr schlecht. Jetzt werden wir es mal genau umgedreht machen. Platzierter Angriff mit dir auf sie. Und du greifst einfach mal nur sie an. Okay, da schon um 10 schwächer. Die können eh nix. Ja, okay, doch. Platzierter Angriff ist stärker als Doppeltangriff. Okay, 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 dann sind die Techniken doch etwas stärker. Der Fadenschuss war wieder sehr gut effektiert. Ja, jetzt komm. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf euch. Okay, von den Technikstärken her passt's. Aber ich glaube, dass das die einzigen Techniken sind, die beiden lernen können. Also hätte ich das Game vollendet, wäre es wahrscheinlich nie weitergekommen. Hey, was ist das hier? Ih, Würmer. Die sich nicht bewegen. Geil. Gut, auf Fighten habe ich jetzt keine Lust. Sind eh nur die gleichen Gegner. Hier ist ein Typ mit einer Angel. Ja, okay, hi. Hey du, was machst du so ganz alleine hier? Dir ist bewusst, dass es hier gefährlich sein kann? Fetter Junge! Alles klar. Ja, das ist mir bewusst. Das schreibt man auch mit einem S. Aber ich komme hierher, um zu angeln. Nur habe ich da ein Problem. Und deswegen stehe ich random in der Gegend rum und begutachte das Wasser und hoffe, dass jemand vorbeikommt. Alles klar. Was denn für eins? Mir fehlen die Würmer dazu. Ich habe schon überall gesucht, aber keine gefunden. Kein Problem, wir werden welche für dich suchen. Ja, ich nehme random einfach so irgendein Problem von irgendeinem Typen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, an und werde es einfach für ihn mal machen. Alles klar, wenn mich irgendjemand auf der Straße anspricht oder ich irgendjemand auf der Straße Hallo sage und er sagt, hey, mir fehlen 500 Euro, such sie für mich, werde ich natürlich die komplette Innenstadt danach absuchen, weil ich eh nichts Besseres zu tun habe. Alles klar. Würdest du echt tun? Danke! Und er verspricht nicht mal eine Art Belohnung. Ich hoffe, ihr findet bald die Würmer. Und was, wenn ich stirb dann oder was? Ja, wahrscheinlich wirklich, weil du da rumstehst und nichts tust. Aber ein Glück wissen wir schon, wo die Würmer sind. Da haben wir ja unsere Würmer. Bringen wir sie zu dem Jungen, obwohl wir sie gerade zertrampelt haben. Gluck, gluck, habe ich Würmer im Inventar? Natürlich habe ich keine Würmer im Inventar. Sie sind also in meinem imaginären Schädel. Oder in meinem Mund, wer weiß das schon. Geben sie wir es ihm. Hier, wir haben Würmer für dich gefunden. Oh mein Gott, ich danke euch. Nun kann ich endlich weiter angeln gehen. Das mal klein schreibt. Hier, das habe ich gefunden. Das war auch nur mit einem Schreibt. Ich gebe es euch. Ja, der Ring erhalten. Darin ist jetzt Level 2. Ich habe ja auch EP bekommen. Cool. Was bringt mir denn der Ja, der Ring? Schütz vor Paralyse. Na gut. Ich wette, dass kein Gegner in diesem Game Paralyse kann bis jetzt. Aber das soll jetzt nicht das Hindernis sein. Ah ja, und hier werde ich quasi gezwungen, das ist auch nur so eine richtig schöne Scheiße, außen rum zu gehen und nicht einfach hier vorbeizulaufen, damit ich auch ja diesen fetten Jungen sehe. Was hier? Diese Wand ist rissig. Mit einer Spitzhacke könnten wir sie vielleicht zerstören. Allerdings auch nur vielleicht. Das ist auch ein Feature, das ich dann in Dark on Heroes wirklich eingefügt habe. Ja. Ich habe also die besten Ideen von diesem Game genommen. Das ist ja quasi der Vorgänger von Dark on Heroes. Die Proto-Proto-Variante. Und habe sie dann ins fertige Dark on Heroes-Spiel umgewandelt. Die Musik war ein Loop, okay. Sehr schön. Also vom Mapping kann man ja sich nicht beklagen. Es war ein bisschen eintönig, aber es ist wirklich nicht immer dasselbe. Hier ist eine andere Blume, hier ist eine andere Blume, hier ist eine andere Blume, hier ist Gras, hier ist anderes Gras. Also da kann ich keinen Hate aussprechen. Wenn ihr was zu haten habt, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, oder beziehungsweise ich hab's hier noch nicht gesagt, ich hab's nur im Vorwort gesagt. Ihr könnt Hater-Kommentare schreiben ohne Ende. Ich will es bei diesem Projekt. Zerfetzt mit mir gemeinsam meine Games. Ich werde niemanden blocken, niemanden das Kommentar einfach löschen oder sonstiges.
haut raus, was ihr rauszuhauen habt. Und es gibt einen neuen Gegner, der sich mit einer Geschwindigkeit von 2 Milliarden Millikai mal bewegt. Waldvogel erschien. Und zwar nur einer. Okay. Ja, komm. Eine Finte. Probieren wir es mal. Verwirrt den Gegner jetzt gerade leider nicht. Sind die stärker oder schwächer als die Spinnen? Ich muss halt aufpassen, denn ich habe keine... aha. Ich habe keine... Heil-Items bei mir. Shit. Ich weiß gar nicht, ob es Heilmechanismen gibt. Beziehungsweise halt so Betten oder sowas, wo man sich halt for free heilen kann, weil Natiole verreckt gleich. Aber jetzt hätte ich gesagt, keine Lust, dass er verreckt. Dämliche Windböen. Beziehungsweise nicht nur Natiole verreckt, ich verrecke generell gerade. Jetzt krepiert doch endlich. Ich glaube, es sind stärker als die Spinnen. Oder habe ich Highlight-Items bekommen? Nein, ich habe keine Highlight-Items bekommen. Ja, die geben auch ein bisschen mehr IP und der Dragés hätte ich sie doch nennen können. Das gibt's ja wirklich. Aber es wäre ja dann Copyright und so weiter. Ich habe nichts, ne? Ja. Gut, dann sollte ich Kämpfe jetzt vielleicht meiden. Okay, wir sind so oder so irgendwo anders. Da liegt Holz. Alles klar. Hi, Kollege. Mysteriöser Typ. Wow. So nennt man Charakter aus dem RPG Mac Universum. Bombe. Hey, ihr seht mir aus, als ob ihr an einem Geschäft interessiert seid. Deswegen stehe ich hier auch nur rum. Kommt drauf an, was für eins. Nun ja, ich bin gerade bei, einen neuen Laden zu eröffnen und brauche dafür ein bisschen Startkapital. Das ist auch eine Idee, die dann im fertigen Darken Heroes Game übernommen wurde. Und was soll euer Laden verkaufen? Haufenweise Schmuck, Kräuter und weiteres. Ich bräuchte nur 300 Dreeks, um den Laden zu eröffnen. Würdet ihr mir helfen? Hört sich ja nicht gerade vielversprechend an. Hm. Da ich ja nicht mal weiß. Ich weiß jetzt, was passiert. Wenn ich jetzt Nein drücke, sagt er, ich habe nur diese eine Chance, sonst wird er mir nie wieder helfen. Obwohl, warte mal. Das ist eh kein fertiges Game. Wieso sollte ich ihm jetzt 300 Dreeks geben? Nein, ich will nicht. Wirklich nicht. Ihr werdet das bereuen. Dann sage ich, das sage ich euch jetzt schon. Weiterhin kein Interesse. Na gut, ich habe euch ja gewarnt. Also, jetzt haben wir quasi eine Sidequest verspielt, die im fertigen Game dann... hätte das dann so ausgesehen, wie es in Darken Heroes aussieht. Und zwar der Typ, den werden wir dann irgendwann im weiteren Spielverlauf wieder treffen. Dann wird er wirklich erfolgreich sein. Allerdings, da wir ihm damals nicht geholfen haben, wird er uns nicht an seinem Erfolg teilhaben lassen und uns kein Item geben, mit dem wir eine Area betreten könnten, die wir nur dann betreten können, wenn wir dieses Item haben. Und quasi so wird Spielcontent dem Spieler vorenthalten. Hätten wir ihm jetzt hier 303 Drakes gegeben, das zu diesem Spielzeitpunkt für uns sehr, sehr viel ist. Wie viel haben wir dann? 517, das wäre eigentlich mehr als die Hälfte. Dann hätte er uns irgendwann, wenn wir ihn wieder treffen, hätte er sich an uns erinnert, wäre uns dankbar und hätte uns dieses Item gegeben. Ich finde das Feature eigentlich gar nicht so schlecht, deswegen habe ich es auch in Darken Heroes mitgenommen, quasi. Ja, so. Aber da das hier kein fertiges Game ist, brauchen wir unsere 300 Tricks nicht verschwenden. Was willst du? Händler, grüßt euch Reisende. Habt ihr Interesse an kostbaren Waren? Es gibt noch ein paar Tage... Es wird noch ein paar Tage brauchen, bis die Transilva erreichen. Wer weiß, woher weiß er, dass wir da hin wollen? Also unbedingt zuschnappen und nicht umsonst warten. Heilkräuter. Waren. Er hat von Waren gesprochen. Aber okay. Gut. Ganz klasse Ware, die er uns da anbietet. Wirklich. Die kann ich auch selbst im Wald sammeln. Warum tun wir es? Wir können es wirklich. Das weiß ich noch. Diese dreckigen Dinger sind... Warte doch. Das können wir, glaube ich, oder? Warte. Safe können wir das. Ich muss jetzt nur so ein Drecksding finden. Oder waren das Heilkräuter? Irgendwas waren... Ah, das hier vielleicht. Nein. Ich weiß doch, dass ich das gemacht habe. Da. Nein? War das nicht in diesem Spiel? Ich kann mich an ein Game erinnern, wo ich das wirklich gemacht habe, dass man Heilkräuter auch auf dem Weg so finden kann. Aber das war wohl nicht in diesem Game. Das wird dann später kommen. In einem anderen Game. Okay. Aber dann würde ich vorschlagen, beenden wir auch den ersten Part mal hier. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, ein bisschen Wut angesammelt hat, schreibt mir in die Kommentare, was ihr bis jetzt von diesem Game haltet, von dem Format, wie es euch gefällt, was man vielleicht noch verbessern könnte und sonstiges. Und ich würde mich auch weiterhin freuen, wenn ihr eurem Hass treu bleibt und auch bei der nächsten Episode wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Destroy. Ein Game von mir. Bis dann und ciao.